Es ist ein großes Privileg, das moderne Bad mitgestalten zu dürfen. Das Bad verändert sich schon seit mehreren Jahren und es wird sich auch in den kommenden Jahren noch weiter verändern. Wir haben das neue Bad bereits mehrfach interpretiert und realisiert, mit Philippe Starck, mit Antonio Citterio, mit Jean-Marie Massot und mit Phoenix Design. Nun nähern wir uns dem Bad jedoch zum ersten Mal mit einer femininen Sichtweise. Die Überlegungen dazu begannen bereits im Jahr 2004. Durch das Water Dream Projekt haben wir uns etwas näher kennengelernt. Wir fragten Patricia nach ihren Gedanken zum neuen modernen Bad, zum Bad der Zukunft. Ich kann mich sehr gut an unsere ersten Gespräche zu diesem Thema erinnern. Die Natur spielte eine wichtige Rolle. Wasser sollte nicht nur zweckmäßig sein, sondern es sollte ein Element sein, das wir respektieren, aber dem wir auch auf unbeschwerte, spielerische Art begegnen können. Diese feminine Sichtweise wurde unmittelbar durch die Spiegel deutlich, die Patricia im Hintergrund des Water Dream installierte. Es waren keine geraden, normalen Spiegel, sie hatten unterschiedliche Formen und unterschiedliche Farben. Patricia beschrieb das Bad als einen Ich-Raum, als einen Raum, der ganz dem persönlichen Rückzug dient. Meine Vision für ein Badkonzept war geprägt von der Frage nach der Intimität. Für mich ist ein Bad nicht nur ein Bad. Es ist ein individueller, privater Raum. Ich sehe das Bad im Zusammenhang mit meinem Schlafzimmer. Die Trennung zwischen Schlafzimmer und Bad muss weicher, fließender werden. Welcher Moment ist intimer, wenn ich in meinem Schlafzimmer oder in meinem Badezimmer bin? Für den Übergang nach draußen schlage ich eine Filterzone vor. Die Außenwelt kann die Stadt sein, der Garten, alles ist denkbar. Durch diese Filterzone strömt das Tageslicht ins Bad herein. Wenn Sie duschen, erwecken das Wasser und der Nebel Ihre Sinne. Und falls Sie Pflanzen haben, ist die Filterzone neben der Dusche genau der richtige Platz dafür. Denn Sie werden sich jeden Morgen bei Ihnen bedanken. Während Sie duschen, geben Sie auch Ihren Pflanzen eine Dusche. Mein Vorschlag ist für ein Paar gedacht. Einer möchte vielleicht ein Waschbecken auf einem separaten Tisch haben, um mehr Privatsphäre zu haben. Der andere bevorzugt vielleicht ein Waschbecken an der Wand, da er keinen Tisch braucht oder nicht in der Nähe vom Spiegel sitzen muss. Man soll sich in seinem Waschbereich ganz um sich selbst kümmern können. Ich habe meine Seite, du hast deine Seite. Die Einhebelarmatur für Waschschüsseln ähnelt einer kleinen Pflanze mit mehreren Zweigen oder Elementen. Diese Elemente können der Griff, der Seifenhalter oder der Auslauf sein. Die freistehenden Badewannen erinnern an das Vorbild einer antiken Badewanne, die man noch in alten Häusern findet. Die Dinge ändern sich. Wenn wir an ein neues Konzept für die Badewanne denken, sollten wir den Aspekt der Intimität und Individualität mit einbringen. Wenn wir Momente des wahren Luxus erleben möchten und das Bad als persönlichen Rückzugsraum und gleichzeitig als Ort der Kommunikation voll auskosten wollen, dann sollten wir zwei Badewannen haben. Wenn in diesem Lebensraum das Wasser und die Entspannung im Mittelpunkt stehen, dann sollten wir unsere Zeit im Bad so gut wie möglich nutzen können. Uns kam der Gedanke, dass ein Paravent gleichzeitig die Funktion einer Heizung erfüllen kann. Er bietet uns eine Fläche, eine warme Fläche, für unsere Handtücher oder unsere Kleidung. Der Paravent kann eine warme Wand sein, er kann ein Spiegel sein, er kann mehrere Aufgaben erfüllen. Ein Zuhause ist voller Energie, voller Erinnerungen und voller Elemente Ihrer eigenen Geschichte. Sie können diese Dinge mit Neuem vermischen.
mit den Elementen, die Sie für das moderne Wohnen brauchen. Bei diesem Mix verschiedener Elemente geht es mir nicht darum, einen Stilmix zu schaffen. Es geht mir um das wahre Leben. Es geht mir darum, die Elemente des täglichen Lebens auf natürliche Art einzubringen. Sie können verschiedene Aspekte Ihrer eigenen Kultur, Ihrer eigenen Geschichte einfließen lassen. Manche Dinge können aus einer anderen Zeit stammen. Andere können modern sein. Sie können eine Mischung aus Nostalgie und Neuem schaffen, aus nostalgischen und technischen Dingen. Alles harmoniert. Ich bin meine eigene Kundin, die einzige Kundin, die ich wirklich gut kenne. Und mein Ziel ist es, diese Kundin glücklich zu machen. Nur so kann ich meine Arbeit gut machen. Ich fühle mich wohl in dieser Umgebung. Ich gestalte meinen eigenen Lebensraum. Dies ist es, was letztendlich zählt.